Ich bin Spider-Man. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Mod-Review. Heute ist der X-Ray-Mod dran und dieser Mod funktioniert im Multiplayer ganz voraus. Ich würde euch aber trotzdem bitten, ihn nicht im Multiplayer zu benutzen, denn das stört meistens die Admins und ja, es ist halt Cheaten. Und fangen wir doch gleich schon mal an. Die erste Funktion ist, dass ihr mit X durch alle Erze unter der Erde sehen könnt, sowie die Lava, damit ihr nicht einfach so in die Lava reinfällt oder Wasser. Ja, man kann es halt mit X und DX aktivieren oder deaktivieren. Und kommen wir gleich mal zur nächsten Funktion. Wenn ihr nun C drückt, seht ihr alle Caves, also Höhlen unter der Erde. hilft euch ja auch eigentlich, ja, fast gar nicht, aber vielleicht, um mal ein paar Mob-Spawner zu finden, ist es schon ganz nützlich. Wenn ihr mal wieder Spider-Man spielen wollt, dann könnt ihr einfach auf P drücken und dann könnt ihr einfach Wände hochklettern, ohne dass da Leitern oder Ranken dran sind. Dann könnt ihr runterspringen und gleitet ganz langsam runter und bekommt auch währenddessen auch keinen Fallschaden. Eine ziemlich weitere unnötige Funktion ist zum Beispiel, was zum X-Ray-Mod hinzugefügt wurde, ist der R-Knopf. Wenn ihr nun in einer Höhle seid und dann den R-Knopf drückt, dann kriegt ihr ein paar, ja, seht ihr schon, dann sieht man halt Redstone besser. Ziemlich unnützlich, weil Redstone sowieso im Überfluss ist, aber okay. Wenn ihr nun in einer Mine seid und keinen Bock habt, Fackeln zu setzen oder Glowstone, je nachdem, könnt ihr einfach B drücken und dann habt ihr Fulbright, also egal wo ihr seid, könnt ihr jetzt einfach mal, ich greife mich jetzt hier mal runter, mach das zu und habt trotzdem, ja, Helligkeit, so hell wie es geht halt. Das hatte ich gerade einen Bug. Und ja, auch sehr cool. Wenn ihr mal wieder keinen Fallschaden haben wollt, müsst ihr einfach N drücken. Da aktiviert ihr den No-Fall, also dass ihr keinen Fallschaden bekommt, jeweils ein oder aus. Und ich habe das jetzt eingehabt, deswegen habe ich keinen Fallschaden bekommen. Ist egal, welche Höhe man ist, man bekommt nie Fallschaden. Und das ist auch eine sehr coole Funktion von diesem Mod. So, mehr kann man zu diesem Mod eigentlich gar nicht sagen. Wie gesagt, er ist im Multiplayer verfügbar. Aber ich würde euch trotzdem jetzt nochmal ganz lieb bitten, diesen nicht zu benutzen. Okay, wer dranbleiben will, kann sich nochmal die Installation anschauen. Wer die schon kennt oder weiß, wie das geht, schaltet jetzt bitte weg. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin, ciao. Und da sind wir auch schon wieder bei der Installation. Wer hätte es gedacht? Wir kommen auf diese Seite. Link ist wie immer in der Beschreibung. Gehen wir hier auf Download. Dann kommen wir hier auf AdFly. Müssen wir ein bisschen warten, bis die Werbung übersprungen ist. Ich habe das jetzt schon gemacht, deswegen gehe ich auf Downloads und öffne den mal. So, könnt ihr schon schließen. Dann drückt ihr Windows-Taste und R, gebt ein Prozent AppData Prozent. Dann scrollt ihr runter, geht auf einen Punkt Minecraft-Ordner in den Bin-Ordner, auf die Minecraft-Jar, löscht den Meta-Env-Ordner, der da drin vorhanden ist, der blockiert nämlich Mods. Nehmt den X-Ray-Mod, markiert alle Dateien und zieht sie einfach in den Minecraft-Jar-Ordner. So, das war's auch schon wieder von der Installation. Sehr kleine halt. Jetzt könnt ihr euch freuen, dass ihr den Mod installiert habt. Und das war's von mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.